für ein neues Projekt. Geißelspinne habe ich hier schon mal einen Terrarium vorbereitet. Das ist eine IKEA-Box. Dass wir ein bisschen Maße einschätzen könnt. Dann habe ich da Kork-Rennstöcke reingetan. Genügend Versteckmöglichkeit und gleichzeitig wird so die Kletterfläche erhöht. Oder eben halt die nutzbare Fläche für das Tier. Es hat ungefähr eine Luftfeuchtigkeit von 70%. Ich habe eine gute Schicht Erde reingetan, ungefähr Hand hoch. So hoch ungefähr. Ein bisschen höher. Ja, die Temperaturen in meinem Zimmer sind immer so über 20 Grad. Vor allem jetzt, wenn es Sommer ist. Dadurch habe ich auch. Brauche ich auch nicht extra irgendwie Gedöns wegen der Wärme. Feuchtigkeit tue ich immer schön reinsprühen. Damit ist es warm genug.